am letzten Wochenende in Schwetzingen auf der Whisky Spring. Da waren wir auch am Stand von Anthem Bourbons und Whisky Jason. Und dort hat mir Jason diese Flasche in die Hand gedrückt und hat gemeint, probier die mal. Mache ich gern, Jason. Das da ist der Uncle Nearest 1884 Small Batch Whisky, ein Tennessee Whisky, der mit 46,5% abgefüllt worden ist. Und bevor wir über den Whisky selbst reden, vielleicht noch ein paar Informationen zur Destillerie. Die ist benannt nach Uncle Nearest. Das war der Spitzname von Nearest Green, dem ersten afroamerikanischen Master Distiller der USA und nebenbei auch der allererste Master Distiller bei Jack Daniels. Die Destillerie wurde von Nachfahren von ihm gegründet und eine direkte Nachfahrin von ihm ist dort Master Distillerin und die hat diesen Whisky sozusagen zusammengebaut. Und ich sage zusammengebaut, weil der nicht dort destilliert worden ist, sondern das sind gesourcete Whiskys aus anderen Destillerien, die zu diesem Produkt dann zusammengestellt wurden. Da oben steht relativ deutlich, wenn auch nicht ganz groß, the smoothest whiskey in Tennessee. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, ob er diesem Anspruch, der sanfteste Whisky in Tennessee zu sein, tatsächlich auch nachkommt. Da schauen wir mal die Nase. Und da, ja, da kann er das. Da ist er wirklich sehr angenehm, mild, sehr sanft. Ja, Honignoten, Zucker. Das Alkoholstechen ist eher im Hintergrund. Was aber auch da ist, ist ein bisschen Holz, ein bisschen Eiche, das fühlt man und riecht man. Aber insgesamt ja, da kann man sagen, very smooth. Am Gaumen dann? Auch da fängt es unglaublich sanft an. Wieder mit Zucker, mit Melasse, mit bisschen Kokosnuss, nach wie vor der Honig da. Hinten nach aber dann wird er relativ holzig. Also da fühlt man, dass da im Gaumen ein bisschen abtrocknet. Und ja, da ist er nicht mehr ganz so sanft. Da hat er dann schon ein bisschen mehr Charakter. Der tut ihm aber nicht schlecht. Insgesamt würde ich sagen, jetzt mal so vom Antrinken, ist ein schöner Middle of the Road Tennessee Whisky, der nicht zu viel von einem verlangt, aber auch nicht stumpf oder langweilig ist. Mich würde vor allem interessieren, wie der dann schmeckt, wenn man ihn über Eis gießt, weil ich mir vorstellen kann, dass er sich im Charakter noch ein bisschen verändert. Für mich jetzt nicht der sanfteste Tennessee Whisky, den ich kenne, aber ein sehr schöner Vertreter dieser Gattung und ja, durchaus empfehlenswert. In diesem Sinne, danke wieder mal fürs Zusehen und in diesem Fall Cheers!